die weltweit aufgeführt wird. Und sie steht ab Herbst auch hier in Essen auf dem Spielplan. Und das ist kein Zufall. Tschechien ist die Heimat von Tomáš Netopil, dem Generalmusikdirektor des Alto Musiktheaters und der Philharmonie Essen. Ein Mann, den man ruhig mal beklatschen kann. Genau. Ein hochgelobter Mann, der aus Prag hier nach Essen gekommen ist. Aus der goldenen Stadt in die grüne Hauptstadt. Tomáš Netopil dirigiert sein Orchester, die Essener Philharmoniker, und wir hören die Ouvertüre aus der Verkauften Braut. Thank you.
Essener Philharmoniker hier im Stadtgarten. Und das eben auch, weil Essen in diesem Jahr grüne Hauptstadt Europas ist. Der Titel geht zum ersten Mal an eine Stadt der Mortanindustrie, die also mit Kohle und Stahl groß geworden ist. Und das Denkmal für die Kohlevergangenheit, das ist Zollverein. Die